Dieses Video wird sich für dich richtig lohnen. Wenn du dieses Video befolgst, dann sparst du im Jahr mehrere hundert Euro und es verändert sich für dich quasi nichts. Es sinkt nicht deine Lebensqualität, du musst nicht billigere Produkte, die auch schlechter sind, kaufen. Wir lassen alles gleich und nutzen einfach nur die Möglichkeiten, die uns unser Smartphone und unser PC bieten, um in der echten Welt Geld zu sparen. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mal beim ersten Schritt an, und zwar bei deinem Girokonto. Wenn du noch bei einer Bank bist, die Gebühren für das Girokonto erhebt, dann solltest du das dringend ändern. Denn Gehaltskonten kriegt man in der Regel kostenlos bei Direktbanken. Diese Direktbanken haben zwar keine Filialen, aber oft viel, viel bessere Konditionen als die lokale Sparkasse zum Beispiel. Ich persönlich bin bei der DKB und ich kann zum Beispiel weltweit kostenlos Bargeld abheben und auch weltweit kostenlos mit meiner Visa Debit Card bezahlen. Selbst eine Kreditkarte kann man sich noch kostenlos dazu holen. Dafür gibt es auch wieder verschiedene Anbieter. Also für Kontoführung und Visa Card oder Visa Credit Card muss man nichts bezahlen. Solltest du also irgendwie monatlich Kontoführungsgebühren bezahlen, wäre das ein Ansatzpunkt, um viel Geld zu sparen. Ich habe mal die Berliner Sparkasse mit den Leistungen der DKB verglichen. Und wenn ich das ungefähr gleich halten will, dann müsste ich bei der Berliner Sparkasse über 113 Euro, glaube ich, ausgeben, also rund über 100 Euro. Und selbst dann müsste ich bei der Visa-Card im Ausland noch Fremdwährungsgebühren bezahlen, wenn ich außerhalb der Eurozone bin. Also da haben wir schon mal über 100 Euro im Jahr nur durch den Wechsel zu einer Direktbank gespart, wenn man das so rechnen möchte. Ich mache jetzt einfach mal so eine Milchmädchenrechnung auf. Ich kenne ja deine persönliche Situation nicht. Vielleicht bist du schon bei einer Direktbank. Dann kannst du da natürlich nicht mehr viel sparen. Jetzt wechseln wir noch unseren Strom- und Gasanbieter und ich rechne super konservativ, ich rechne auch immer mit den Ökotarifen und ohne den Sofortbonus. Das heißt, realistisch kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr sparen, als ich dir jetzt vorrechne. Ich habe natürlich immer so ein bisschen Werte nehmen müssen, um hier was zu rechnen, ich will da jetzt auch gar nicht übertreiben, aber da kann man selbst mit diesen konservativen Rechenmethoden wirklich viel Geld sparen. Beim Strompreisvergleich habe ich mal geschaut, da kommt man auf ungefähr 20 Euro, die man auf jeden Fall sparen können sollte bei einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden. Ich habe das jetzt als Beispiel natürlich für Berlin genommen, aber wenn du auf Check24 oder Verivox nachschaust, kannst du das natürlich für deine Postleitzahl auch mal ausrechnen. Das gleiche gilt beim Gas. Da würde ich konservativ annehmen, dass man da 10 Euro im Monat sparen kann. Da haben wir also insgesamt Strom und Gas schon mal 30 Euro im Monat und das mal 12. Also da wären wir jetzt auch schon wieder so bei 360 Euro gerundet. Mittlerweile ist das auch sehr komfortabel. Die Kündigung und so weiter, da muss man sich eigentlich um nichts kümmern. Man klickt nur noch ein Formular durch und der neue Anbieter leitet dann schon alles in die Wege. Also der Stundenlohn für so eine Änderung ist extrem hoch, weil länger als eine halbe Stunde muss man sich damit nicht beschäftigen und hat schon so viel Geld einfach pro Jahr gespart. Das waren jetzt alles Sachen, wo man einfach ohne nachzudenken wechseln kann. Es gibt ja nur eine Versorgung mit Gas oder eine Versorgung mit Strom zum Beispiel. Da muss ich mir also echt keine Gedanken machen, ob ich da noch Strom oder Gas bekomme oder ob sich irgendwas ändert. Es ändert sich halt nur der Preis, sonst ändert sich nicht wirklich viel. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir kommen mal zu Handytarifen. Und wenn du jetzt einen Handytarif hast bei zum Beispiel O2 Direkt, bei der Telekom oder bei Vodafone, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du zu viel bezahlst. Denn du kannst auch bei einem anderen Anbieter einen Tarif abschließen und im Hintergrund wird dann eines dieser Netze genutzt. Auch dafür kann ich zum Beispiel die Webseite von Check24 benutzen und kann mir mein Lieblingsnetz auswählen, wenn mir das denn wichtig ist, und bekomme dann die Angebote direkt aus diesem Netz. Ich weiß, die Vergleiche in diesem Bereich sind jetzt bestimmt umstritten, wenn ich da einen mache, aber ich möchte jetzt euch trotzdem ein Preisschild dran kleben und möchte mal ein Beispiel nennen. Es gibt zum Beispiel von O2 den Tarif O2 Mobile M-Flex mit 25 GB. Und wenn ich mir jetzt quasi einen günstigen Tarif im O2-Netz für auch 25 GB raussuche, dann finde ich einen vergleichbaren für 9,99 Euro im Monat. Also es gibt natürlich da im Detail Unterschiede, zum Beispiel hat der eine Anschlussgebühr, der andere nicht und so weiter, aber ich denke mal, wenn ihr bei einem großen Anbieter seid, wie jetzt O2, Telekom oder Vodafone, dann sind da sicherlich 10 Euro drin, die man sparen kann.
Wo man auch eigentlich ganz gut sparen kann, ist, wenn man nicht das Handy und den Vertrag koppelt, sondern das einzeln nimmt. Denn zum Beispiel die neuen Pixel-Geräte von Google, die bieten ziemlich lange Updates an. Und da ist man dann nicht mehr an diesen Vertrag eben gebunden. Da kann man sich also frei einen günstigeren Tarif suchen und kann sich ja dann mal ausrechnen, was es kostet. Wenn man sein Handy vernünftig lange nutzt, ist das oftmals auch günstiger. Also 10 Euro im Monat, 120 Euro im Jahr haben wir jetzt schon wieder gespart. Aber wie sieht's denn aus, wenn ich einen DSL-Anschluss zu Hause habe? Naja, das kommt jetzt ganz drauf an, welche Anschlussart du hast. Denn wenn du DSL hast, dann hast du die Möglichkeit, deinen Anbieter zu wechseln. Und für dich ändert sich auch wieder nicht viel, denn die Leitung, die zu dir liegt, ist ja in der Regel von der Telekom. Also auch hier kann ich nur empfehlen, den Check24-Preisvergleich anzuwerfen oder auch mal, was glaube ich noch gar nicht in diesen Preisvergleichen drin ist, sind die Drillisch-Tarife. Zum Beispiel, wenn ich auf Premium-SIM mal gehe und mir da die DSL-Angebote anschaue, da hat man auch dauerhaft günstige Angebote. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr einen bestehenden Vertrag habt und wechselt dann in einen, das ist ultra komfortabel mittlerweile geworden, weil das auch ähnlich wie bei Strom und Gas dein neuer Anbieter für dich regeln kann. Der kann kündigen, der kann den Schaltungstermin organisieren und selbst wenn das bei der Schaltung schief geht, dann ist dein Anbieter, also dein alter Anbieter, verpflichtet, dich weiter zu versorgen. Also du musst keine Angst haben, dass du dann irgendwie ohne Internet dastehst. Das sollte in der Regel nicht passieren. Und wenn es doch passiert, schnell irgendwo eine SIM-Karte kaufen und einen Hotspot aufmachen, dann hat man für die paar Tage hoffentlich Internet. Und da würde ich auch ein Preisschild dran machen, nämlich 100 Euro im Jahr. Das kann man zum Beispiel auch bekommen, wenn man einfach seinen alten Anbieter nur anruft und sagt, man möchte kündigen. Dann machen die einem oft auch ein besseres Angebot und das ist so erfahrungsgemäß mehr als 100 Euro, die man in so einer 2 Jahren Vertragslaufzeit dann hat. Dann kann man also jetzt konservativ sagen, da hätten wir 50 Euro im Jahr gespart. In der Regel sind da aber auch 100 Euro im Jahr durchaus drin, je nach Tarif, den man halt gerade hat. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Ich kann weiterhin meine Geräte dazu nutzen, um bares Geld zu sparen. Und dann reden wir mal von eurem Steuerberater, denn der kostet ja auch nur Geld und die Gedanken, wie ihr eure Steuererklärung macht, was ihr also absetzt, die müsst ihr euch ja trotzdem selber machen, denn Rechnungen, die ihr bei eurem Steuerberater nicht einreicht, die setzt er natürlich auch nicht ab. Und viel mehr macht man halt mit so einem Steuerprogramm am PC auch nicht. Die bekommt man günstig bei Lidl und Aldi, teilweise im Angebot für 5 Euro habe ich die schon gesehen. Und dahinter verstecken sich dann auch die großen Anbieter wie Boole zum Beispiel. Man kann aber auch regulär die Programme kaufen, die kosten in der Regel unter 20 Euro. Und bei einem Steuerberater wird man wahrscheinlich um die 300 Euro loswerden für eine reguläre Einkommenssteuererklärung. Also auch da ist großes Einsparpotenzial da, wenn man einfach seine Steuererklärung am PC oder am Smartphone selber macht. Ich würde mal konservativ jetzt einfach 200 Euro als Preisschild draufschreiben. In der Regel ist das natürlich auch eine höhere Ersparnis. Ich persönlich habe das bisher nicht verstanden, warum man denn für alles einen Steuerberater braucht. Denn man muss sich ja die Gedanken machen, was will ich überhaupt absetzen und wie organisiere ich meine Steuer? Also was der dann am Ende macht, ist ja gar nicht mehr so viel. Überlegt euch da einfach ein Steuerprogramm zu nutzen. Die geben einem auch immer ganz aktuelle Tipps, wenn es neue Urteile und so weiter gab, auf was man achten muss. Da macht man eigentlich wenig falsch bei einer, sag ich mal, simplen Steuererklärung. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Tipps, die du mir in die Kommentare schreiben kannst. Wo denkst du, kann man mit Preisvergleichen oder mit regelmäßigen Wechselaktionen noch sehr viel Geld sparen, ohne dass man tatsächlich noch einen Nachteil davon hat? Schreib es mir in die Kommentare.